Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 313. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du mir heute wieder Zeit nimmst, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Hardscape und Gestaltung. Und dafür habe ich einen Profi-Aquascaper am Telefon, nämlich Florian Neumann. Hallo Florian, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir? Ja, hi Lukas. Mir geht's relativ gut. Erstmal vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, dafür auf jeden Fall nicht. Du bist ja nicht das erste Mal in unserem Podcast. Magst du dich trotzdem nochmal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ja, mein Name ist Florian Neumann. Ich komme aus Bad Salzdetfurt, das ist ungefähr 50 Kilometer südlich von Hannover. Meine Hobbys sind unter anderem Aquaristik, Feuerwehr und einfach draußen in der Natur sein. Im Prinzip war es das soweit. Feuerwehr bedeutet, du fährst damit auf Einsatz oder was machst du da genau? Ja, genau. Da fahre ich ganz normal mit auf Einsatz, bin da in der Einsatzleitung tätig und arbeite da ganz normal meine Einsätze ab. Oh, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Magst du uns vielleicht nochmal verraten, wie du eigentlich zur Aquaristik gekommen bist? Ja, dann hole ich mal ganz weit aus. Oh, also, als so schlimm wird es nicht. Aber als kleiner Junge, ich würde mal sagen so zweite, dritte Klasse, wollte ich unbedingt ein Aquarium haben. Hatte auch tatsächlich das Standard 60 Liter Aquarium, was vielleicht jeder Aquarianer mal zu Hause hatte. Aber wie das dann so ist, habe ich nach einer Zeit die Lust verloren, weil dann doch andere Interessen im Vordergrund standen und habe das dann ziemlich schnell wieder verworfen. Ja, und dann vor, ja, ich würde mal sagen, so 9 bis 8 Jahren habe mich dann wieder die Interesse gepackt und ich hatte wieder Lust auf ein Aquarium und wollte dann mit der Aquaristik halt starten, bin dann ziemlich schnell auf das Thema Aquascaping gekommen, beziehungsweise gleich bei meinem ersten Aquarium und dann war ich quasi angefixt und so ging das los. Und durch dein Aquascape, so haben wir uns auch kennengelernt, richtig? Ja, wir haben uns, denke ich, oder soweit ich mich daran noch erinnern kann, in Hannover auf der ABF kennengelernt. In dem Zuge der ABF war dort berichtige mich, wenn es falsch ist, so eine eine Halle für Heimtiere, wo halt auch Aquaristik und Aquascaping vertreten waren. Und da haben wir uns kennengelernt, richtig. Ja, genau. Ist auch schon ein paar Jährchen her, sag ich mal so. Das ist, die Messe findet ja leider nicht mehr statt in dem Rahmen. Also die Heimtiermesse Hannover war das ja mit der ABF zusammen. Sehr, sehr schade. Und da fand ja auch immer parallel das Garnelen-Championat statt. Du bist ja aber auch seitdem auch, sag ich mal, kein Unbekannter in der Aquascaping-Szene und du hast so eine Vorliebe für Hardscape. Das sieht man auch, wenn man dich mal besuchen kommt. Woher kommt die? Ja, also ich sag mal einfach, das Hardscape-Basteln an sich, das Hardscape-Zusammensuchen, das Hardscape-Zusammensetzen macht mir halt einfach am meisten Spaß an dem ganzen Hobby beziehungsweise an dem ganzen Aufbau und Layouts. Okay, und du hast ja vorhin gesagt, du bist ja auch gerne in der Natur unterwegs. Holst du da auch deine Ideen vielleicht mal her? Ja, ab und zu. Tatsächlich, ich sag mal, zu 30% vielleicht aus der Natur. Von den restlichen Prozenten hole ich mir die Inspiration halt von anderen Aquascapern. Da mixe ich ein bisschen die Stile, bringe da meinen eigenen Touch mit rein und. Und wenn ich mal irgendwas im Kopf habe, dann setze ich das so auch um. Du hast Hardscape ja auch eben erwähnt. Kannst du vielleicht mal für die Zuhörer erklären, was das ist? Ja, also Hardscape sind quasi alle gestalterischen Elemente aus natürlichem Material. Also in diesem Fall wären das halt hauptsächlich die Wurzeln und Steine, wo natürlich auch ganz normales Holz bzw. Sand und Kies unterfällt. Okay, und damit baut man seine Layouts. Bist du da auch schon mal an deine Grenzen gekommen? Ja, definitiv. Also natürlich passt dann mal eine Wurzel nicht so, wie es soll oder ein Stein. Dann versucht man den zu bearbeiten oder die Wurzel halt zu zersägen. Manchmal klappt das dann nicht so, wie man sich das wünscht. Aber im Prinzip gibt es dann immer eine Lösung. Und ich sag mal, das Geheimrezept ist einfach Ruhe bewahren, genug Zeit haben, nicht unter Zeitdruck zu stehen und dann passt das schon. Du hast bestimmt auch so ein Lieblings-Hardscape. Was ist das? Ja,
Also mein Lieblingshardscape ist ganz klar die Mini-Landschaft als Stein. Ja, also erstmal passt das von den Wasserwerten hier relativ gut. Die Mini-Landschaft härtet natürlich das Wasser auf, weil die Mini-Landschaft kalkhaltig ist. Ich habe hier relativ weiches Wasser. Das passt mir eigentlich so auch ganz gut und passt dann auch immer zu meinen Wasserwechseln. Nichtsdestotrotz hat die Mini-Landschaft halt eine wunderbare Struktur, die ich ja zu schätzen weiß, sage ich mal. Und gerne halt mit dieser Mini-Landschaft bastel. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich den Alpine Stone oder wie er anders genannt wird, Ancient Stones oder Frodo Stone, mit dem ich gerne was mache. Und dann halt natürlich die klassischen Wurzeln wie Flussholz oder rote Maurkienwurzel. Hast du denn aktuell bei dir auch Aquascaping-Aquarien stehen? Wenn ja, was für welche? Wie groß sind die und wie sind die eingerichtet? Also im Moment sieht das eigentlich relativ leer aus, was aber nichts zu heißen hat. Das kann sich auch mal ganz schnell wieder füllen, wenn halt der nächste Wettbewerb oder sonstiges ansteht. Ja, im Moment habe ich einen Aquascape hier, dann noch mehr Wasser und einen kleinen Cube im Beta drin. Ja, aber wie gesagt, das kann sich im Laufe der Zeit ziemlich schnell wieder ändern. Und geplant ist dieses Jahr noch ein richtig großes Becken hier und eventuell zwei kleinere. Also wären wir dann schon wieder bei sechs und ja, mal gucken. Vielleicht kommt dann noch ein siebtes dazu oder achtes. Das ist auch nicht unnormal. Ja, geht relativ schnell. Wie ist das bei dir mit deinem Aquascape? Stehen die relativ lange oder bist du jemand, der dann sagt, ah, das gefällt mir nicht, ich muss das unbedingt wieder rescapen? Ja, also bei mir ist tatsächlich so, dass sie eigentlich grundsätzlich nicht so lange stehen. Ja. Ich sag mal, das kommt daher, weil ich relativ viel an Wettbewerben teilnehme und ich sehe mich immer relativ schnell satt an irgendwelchen Aquascapes und habe dann schon wieder neue im Kopf und möchte das natürlich auch gerne umsetzen. Und solange das Material dann da ist, beziehungsweise solange ich das Hardscape habe, womit ich das umsetzen kann, ja, ist das alte Aquascape dann auch ziemlich schnell leergeräumt. Aquascape da haben, woher bekommt man denn überhaupt das Aquascape? Du Beziehungsweise meinst das das Hardscape? Hardscape. Entschuldigung, das Hardscape meine ich. Ja, also das Hardscape, ich habe relativ viel, sage ich mal, bei mir zu Hause. Ansonsten halte ich natürlich, egal wo ich bin, auch wenn es ein kleiner Zoofachladen ist oder ja, ein kleiner Aquaristikladen, halte ich immer meine Augen offen. Und wenn da die Wurzel dabei ist, die mir gefällt, dann muss ich die natürlich auch mitnehmen. Und wenn ich dann zu Hause schon irgendwie oder ja in der Vergangenheit irgendwie ein Layout im Kopf hatte und sage, Mensch, die Wurzel ist perfekt für das und das Hardscape, dann packe ich die natürlich ein. Und ja, manchmal wird sie dann ziemlich schnell verbaut. Ich habe allerdings noch Wurzeln liegen, die habe ich vor 3, 4 Jahren gekauft, die fand ich so toll und die haben leider immer noch kein Aquarium gesehen. Das bedeutet, so ein Aquascape ist erstmal in der Vorbereitung und in deiner Planung ja ein ganz schöner Schritt, oder? Was Zeit angeht, wenn du erstmal wirklich auf die Suche gehen musst, welches Hardscape passt denn jetzt perfekt für mich da rein? Ja, das stimmt. Also ich arbeite ja gerne mit Steinen und Wurzeln in Kombination. Nur Steinlayouts finde ich nicht ganz so interessant, beziehungsweise ja, ist das einfach nicht meins. Und wenn man jetzt, sage ich mal, die perfekte Wurzel findet, dann ja, dann wird die halt da auch mitgenommen, ne? Ja, wie ist es denn jetzt, wenn der zum Beispiel ein Zuhörer sich jetzt zum Beispiel jetzt ein Aquascape-Aquarium sich einrichten möchte? Wie würdest du da zuerst vorgehen und welche Tipps hättest du für den? Ja, also, wie würde ich da vorgehen? Ich würde mir erstmal viele, ja, Aquascapes im Internet angucken, dann entscheiden, was für mich halt in Frage kommen würde und würde das dann als Vorlage nehmen und als grobe Vorlage. Man sollte das natürlich nicht versuchen nachzubauen. Das klappt ja sowieso nicht, weil es alles natürliche Materialien sind und alle unterschiedliche Formen haben. Aber ich würde das dann so in die Richtung anlehnen und versuchen halt so nachzubauen. Das Ganze dauert dann meistens doch etwas länger, weil wie gesagt, man muss hier eine Wurzel da mitnehmen, da eine Wurzel mitnehmen, solange es nicht unbedingt ja, ein Nature-Style-Aquarium ist, was eigentlich relativ leicht geht, ist das
alles kein Problem. Wenn das allerdings ein Diorama werden soll, muss man da schon ziemlich lange auf die Suche gehen, bis man das ganze passende Material halt hat. Und die Geduld sollte man dann dafür wahrscheinlich auch mitbringen, richtig? Ja, definitiv. Also Geduld ist das Wichtigste, sage ich mal. Das muss ich mir auch immer wieder hinter die Ohren schreiben. Ich bin halt keiner, der sein Layout in, ja, ich sag mal, in 2, 3 Tagen zusammenbastelt. Ich mache das so, beziehungsweise sage ich mal, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und das Gleiche gilt halt fürs Aquascaping. Da lasse ich mir halt lieber ein bisschen Zeit, versuche das Layout nochmal aus verschiedenen, ja, Blickwinkeln anzugucken, von also frontal, dann gucke ich von oben und gucke, wie kann ich noch mehr Tiefe in das Aquascape bringen. Ja, das dauert halt alles wahnsinnig lange. Und wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel Steine und Wurzeln habe? Packe ich erst den Bodengrund rein oder kann ich diese Steine direkt auf die Glasplatte legen? Ja, das macht auch im Prinzip jeder anders. Manche haben, ja, ich sag mal, 700 Liter Aquarien zu Hause, die stellen die Steine einfach direkt auf die Glasplatte. Beim Nano finde ich selber, mache ich das auch meistens. Aber alles, was über Nano-Aquarium ist, also ich sag mal, alles über 30, 35 Liter, lege ich dann schon mal eine Plexiglasplatte unten rein oder irgendwie, ja, ich sag mal, eine Filtertrennmatte, dass die Steine halt nicht direkt auf dem Glas liegen. Und wie viel Hardscape würdest du so empfehlen? Wie viel sollte man verwenden? Kann man zu viel verwenden? Kann man zu wenig verwenden? Nein, also ich sag mal, das ist jedem selbst überlassen. Es kommt natürlich auch immer auf das Layout selbst drauf an und am besten natürlich so viel, bis das Layout fertig ist und gut ausgefüllt ist. Okay, und was für Tipps kannst du als Profi für die Gestaltung geben? Hast du da vielleicht irgendwo wo einen Grundsatz, den du unbedingt auch selber einhältst, der immer zum entscheidenden Erfolg hilft? Ja, viel Zeit lassen. Lieber mal das Layout wirklich 3 Tage stehen lassen, wie ich schon sagte, von verschiedenen Blickwinkeln angucken und lieber nochmal eine Nacht drüber schlafen und den Stein, den man dann zuletzt gesetzt hat, vielleicht doch nochmal rausnehmen und doch noch einen anderen Stein hin oder lieber ganz rauslassen. Aber das kommt immer drauf an, aber wirklich viel Zeit lassen. Also für meine Layouts, ich sag mal, zumindest für die Dioramen, lasse ich mir immer wirklich richtig viel Zeit und da kann das wirklich schon mal 4, 5, 6 Wochen in Anspruch nehmen. Ja, das richtige Grün kommt ja in solche Aquascapes durch Pflanzen. Sollte man das bei der Hardscape-Wahl und auch bei der Einrichtung von vornherein beachten und sollte man da schon wissen, welche Pflanzen man verwendet oder kann man das auch hinterher entscheiden? Das kann man natürlich auch hinterher entscheiden. Ich mache das so, ich verwende gerne Aufsitzerpflanzen, möglichst kleinbleibende Pflanzen und Moose, weil ja durch die Dioramen und Co. Liegt mir das halt einfach ein bisschen mehr. Man sollte aber vorher schon ein bisschen gucken, in welche Richtung es gehen sollte und ja, was man dann hinterher für Pflanzen nimmt. Und man muss natürlich auch bei dem Aufbau darauf achten, dass man da, wo man Pflanzen setzt, halt eine Sollfläche hat, und nicht unbedingt Kies oder Sand ist. Letztens hat hier ein Zuhörer gefragt, wie es denn aussieht. Der hat eine ganz tolle Wurzel und einen ganz tollen Stein in der Natur gefunden. Kann er diese Sachen auch verwenden? Ja, kann man tatsächlich. Ich mache das allerdings ja nicht so oft, eher für irgendwelche Details. Da suche ich mir mal Sachen aus dem Wald. Ansonsten muss man halt auf jeden Fall darauf achten, dass definitiv schon mal kein Nadelholz ist, weil bei Nadelholz ist das Problem, ja, das Nadelholz ist ziemlich harz- und ölhaltig und das gibt dann irgendwann Stoffe ans Wasser ab und es sollte auf jeden Fall Totholz sein. Also der Baum sollte nicht frisch geschlagen worden sein und ja, oder von einem umgekippten Baum, sage ich mal, die frische Wurzel nehmen. Darauf sollte man auch achten. Und am besten wären natürlich halt Laubbäume und Obstbäume. Und du hast eben Details gesagt. Was versteht man darunter? Ist das wichtig beim Hardscape? Und hast du dafür vielleicht auch sogar eine kleine Vorliebe? Ja, also ich sag mal so, für mich, Details machen das Aquascape halt lebendig. Und das fängt halt, oder
Details fangen halt bei kleinen Kieseln und verschiedenen Sandsorten an. Ne? Da zählt halt wirklich jeder kleine Stein. Und ich finde, dass das, was ein Aquascape ausmacht und was es dann hinterher auch wirklich noch zum Leben erweckt. Ne? Das können aber auch kleine Wurzeln sein, kleine Äste. Oder wenn ich jetzt im Wald bin, da zum Beispiel einen umgekippten Baum sehe, dann gehe ich dahin an das Wurzelwerk und zwack mir diese kleinen Wurzeln da ab und versucht die dann noch ins Aquascape mit einzusetzen. Ist dann ziemlich, ich sag mal, die leben nicht lange, beziehungsweise werden die da zersetzt vom Wasser. Aber gerade wenn man ein Aquascape hat, was nicht lange halten soll, dann kann man mit diesen kleinen Detailwurzeln schon richtig was rausholen. Wie sieht's denn aus? Wässerst du deine Wurzeln oder befestigst du die dir irgendwo an Stein oder im Aquarium? Ansonsten würden die ja meistens wahrscheinlich auftreiben und das ganze Layout kaputt machen, oder? Ja, also für die, ich sag mal, ganz normalen Aquascaper und Aquarianer würde ich auf jeden Fall raten, die Wurzeln vorher zu wässern, damit sie einfach unten bleiben. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Also entweder man beschwert die mit Steinen, klebt die halt auf diese Bodenplatte fest. Bei mir wäre das dann halt auch die Plexiglasplatte. Oder. Aber wie gesagt, bei meinen ganzen Dioramen und kleineren Aquarien, da hängt sowieso jeder Stein aneinander. Und ja, so eine Packung Sekundenkleber, ja, ich würde mal sagen, die hält nicht lange bei mir. Okay, Sekundenkleber oder kann ich auch ganz einfach einen Uhu-Kleber nehmen? Nee, also es muss definitiv schon Sekundenkleber sein. Da gibt es auch, wenn man auf Nummer sicher gehen will, direkt welchen von ja, Aquarienhersteller. Der macht sich da echt gut. Und dann gibt es natürlich halt bei dem Sekundenkleber noch verschiedene Tricks, dass man jetzt zum Beispiel mit Filterwatte arbeitet oder mit Zigarettenfiltern. Das gibt dann, wenn man den Kleber dann da drauf träufelt, gibt das halt einen chemischen Effekt. Und der Kleber härtet halt innerhalb von ein paar Sekunden aus. Okay, und das ist dann richtig, richtig stabil und hart. Das ist dann richtig, richtig stabil und hart. Okay. Und es gibt halt auch nichts ans Wasser ab. Ja, perfekt. Wie sieht das denn aus, wenn ich da jetzt Wasser reinfüllen will? Was muss ich da beachten? Ja, den Schlauch nicht gleich reinhängen und voll aufdrehen, beziehungsweise die Gießkanne nicht in 10 Sekunden leeren, sondern alles ganz gemächlich. Ich mache das immer so. Ich sag mal, ich habe mein Hardscape jetzt fertig gebastelt, setze die Pflanzen dann trocken. Natürlich mache ich das Soil vorher ein bisschen nass, damit ich die Soilkugeln beim Einpflanzen nicht wieder mit rausziehe. Dann lege ich mir eine Folie rein, eine dünne. Darauf kommt noch Zewa und dann gieße ich ganz, ganz langsam über längere Zeit halt Wasser hinein, so dass ich dann auch gleich wirklich ein klares Becken, klares Wasser habe und nichts vom Soil wieder auf den Sand rutscht oder vom Sand auf den Soil oder. Okay, und wenn jetzt plötzlich doch Soil auf dem Bodengrund auf den Sand gerutscht ist, hast du da einen Tipp, wie man den wegbekommt, ohne dass ich jetzt zum Beispiel mit dem Schlauch die ganzen Details und den Sand absauge? Ja, und da gibt es einen echt ganz guten Tipp. Und zwar ist das ein kleiner Magnet. Den habe ich an so einem kleinen, meistens so ein Holzstück dran oder an so einer kleinen Teleskopstange. Damit gehe ich rein und also ins Aquarium, ins befüllte Aquarium. Und ja, der ganze Soil, den man so auf dem Markt findet, beziehungsweise ist meistens, ist magnetisch. Das wissen halt die wenigsten. Und mit diesem kleinen Magnet kann man wunderbar den Soil raussammeln. Da braucht man nicht groß mit dem Schlauch dann absaugen. Klar kann man das auch machen beim Wasserwechsel. Gerade in der Anfangszeit sollte man ja häufig Wasser wechseln beim Soil. Da macht das auch Sinn, wenn man den leicht mit absaugt. Aber ansonsten hinterher und oder später im laufenden Betrieb ruhig mit einem kleinen Magneten. Damit kriegt man wunderbar die einzelnen Soilkugeln weg. Na, das ist ja mal ein Tipp, den kennen bestimmt viele Zuhörer noch nicht. Wenn das Aquarium jetzt eingerichtet ist, ist es mit Wasser befüllt, wie gehst du da vor? Wie sieht die Beleuchtung aus, die Beleuchtungszeit? Was hast du meistens an Technik angeschlossen? CO2, inwieweit ist da auch die Zufuhr? Ja, also am Anfang ist das bei mir so, dass ich das Becken relativ ja low starte. Das heißt, mit relativ wenig Beleuchtung. Ich dünge erstmal nicht zu, mache relativ viele Wasserwechsel am Anfang und dann so nach 4, 5, 6 Wochen fange ich dann langsam mit der Düngung an.
Die Wasserwechsel werden weniger und ich fahre die Beleuchtung dann auf 10, manchmal 11, 12 Stunden hoch. Kommt auch drauf an, wie es dann halt mit den Algen aussieht. Okay, und wenn Algen da sind, wie geht man denn da am besten vor? Ja, also erstmal kommt es natürlich drauf an, was für Algen das sind. Ansonsten fahre ich ganz gut immer mit der Dunkelkur, beziehungsweise ist das ja meistens so, dass wenn Algen da sind, halt irgendwas mit dem Wasser nicht stimmt, beziehungsweise dass die Wasserparameter halt ein bisschen aus dem Ruder laufen. Das ist nicht unbedingt schlimm, das passiert auch vielen. Wir alle sehen bei Facebook, Instagram, YouTube immer nur ganz tolle Aquarien. Ich kann bestätigen, dass das halt nicht so ist, dass viele auch Profi-Aquascaper und da einiges an Rückschlägen haben. Nur diese ganzen Aquarien sieht man halt nicht. Ruhe bewahren und die Ursache finden. Sehr schön. Du hast schon angesprochen, so im Internet, bist du nicht selbst auch dort vertreten und teilst auch deine Projekte und Aquarien? Ja, ich habe eine kleine Instagram-Seite, nature-escape-aquascaping. Die betreibe ich selber. Und dann habe ich noch eine Instagram-Seite mit meinem Kumpel Adrian und meinem Bruder Matthias zusammen. Da haben wir uns drei einfach so ein bisschen zusammengeschlossen und ja, betreiben diese Seite neben einem kleinen YouTube-Kanal zusammen. Okay, und wie ist der Name, damit es alle wissen? Nature-Escape. Hervorragend. Hast du vielleicht noch was, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest? Ja, habt Spaß bei der Einrichtung, beim Ausprobieren, beim Hardscape suchen und lasst eurer Kreativität freien Lauf. Hervorragend. Das waren nochmal schöne Worte zum Schluss, Florian. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Antworten und noch ganz, ganz viel Erfolg bei den nächsten Wettbewerben, wo du teilnimmst. Gerne, gerne, immer wieder. Danke dir. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du diesen angehört hast. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/episode313. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.